So, noch ein Video. Jetzt geht es um Transport. Ja, Transport ist ja ein großer Faktor, was den Klimawandel angeht. Jetzt ist ja Klimawandel gar nicht mal das Hauptthema, ne? Das ist ja nur ein Symptom. Ja, gibt ja noch viele andere Symptome, wie, weiß nicht, Krieg, Ungleichheit, was auch immer. Und Klimawandel ist halt nur eins von denen. Das Hauptproblem ist, dass wir Naturverbindungen nicht haben. Und die können wir ja auch gar nicht so richtig von uns erwarten, Naturverbindungen. Wir wachsen ja auch gar nicht mehr so auf. Unsere Eltern sind nicht mehr naturverbunden. Wir sagen sogar, Natur ist außerhalb von der Stadt. Ja, so unverbunden sind wir. Oh, hier ist ein schöner Grashüpfer hier gerade vorbeigehört. Na, schön. Ja, um Transport möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Und zwar sehen wir, dass es so nicht weitergeht. Na, das verstehen wir ja durchaus. Wir verstehen, dass wir uns ganz, ganz doll ändern müssen, verstehen vielleicht nicht genau, was wir tun müssen oder tun können. Und ganz viele sind dann auch der Meinung, wir könnten anderen vorschreiben, wie man das denn jetzt so alles macht. Ist, glaube ich, gar keine gute Idee, denn niemand will gerne so genötigt werden, so und so sollst du es machen. Jeder muss seine eigene Lösung finden. Und wenn man sich jetzt unsere Situation anschaut, wir wissen natürlich, warum wir uns ändern müssen, aber halt nicht wie und was wir genau tun sollen. Und da Verweis Full Moon Full Stop, ja, ich weiß nicht, schreibe ich unten einen Link in die Beschreibung rein, Full Moon Full Stop, ein sehr gutes Werkzeug, um Lösungen, maßgeschneiderte Lösungen für sich selber zu finden. Was bei der Änderung ein Riesending ist, ist, es ist so komplex, dass keiner wirklich es versteht, was wir tun können. Ja, und das politische System, also zu erwarten, dass sich Gesetze ändern und dann Vorschriften gibt, von wegen, weiß nicht, Flugbenzin versteuern und so weiter, Flugzeugsprit versteuern, das ist alles viel zu langsam. Ja, die Motivation bei den Politikern, ja, die denken ja auch, und auch unsere Gesetze, ne, ist ja alles mehr Richtung Geld als Richtung Naturschutz ausgerichtet, ne? Also wir messen ja unseren Erfolg im Bruttosozialprodukt und nicht in, weiß nicht, Glück zum Beispiel oder ökologischen Fußabdruck. Ne? Wär doch auch mal schön. Ne? Da wäre nämlich die Welt sehr, auf einmal ganz anders aus, wäre da auch ganz hoch oben dann auf einmal stünde. Ne? Nämlich die sogenannten primitiven Völker. Ja. Was den Transport angeht, da müssen wir uns echt überlegen, was brauchen wir? Also generell müssen wir uns überlegen, was brauchen wir? Was ist quasi das Minimum, was wir brauchen, um unsere sechs Überlebensprioritäten abzudecken, nachhaltig abzudecken. Ich sage die gerne mal, also es ist natürlich Essen, Wasser, Schutz. Schutz kann meinetwegen ein Flugzeug sein, kann auch ein Fallschirm sein, meine ich. Schutz kann auch ein Feuer sein, ein Schlafsack, ein Haus, was auch immer. Ja? Dann haben wir Gesundheit und Luft und Gemeinschaft. Das sind die sechs Überlebensprioritäten. Und die sechs müssen wir so abdecken, dass die möglichst niemandem schaden. So die Art und Weise, wie wir das machen. Sondern jetzt gibt es viele Leute, deren Job, ne, ist es, um Geld zu verdienen, dass die mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegen müssen. Ja, hier eine Konferenz, da eine Konferenz, Vertreter von der Firma, was auch immer. Es wird viel geflogen, beruflich, geschäftlich. Das ist halt so, bringt der Job so mit sich. Ja. Es kann doch nicht sein, dass wir für die Abdeckung unserer sechs Überlebensprioritäten Flugzeuge brauchen. Da läuft doch irgendwas ganz, ganz, ganz gehörig falsch. Ja. Und wenn man jetzt in der Situation ist, dass man denkt, ja, für meine Überlebensprioritäten brauche ich überhaupt schon mal fossile Ressourcen und fossile Brennstoffe oder Rohstoffe, Energieträger zum Beispiel, dann läuft auch irgendwas falsch. Ja, da fängt das nämlich an. Und das ist, da gehen wir jetzt mal zum Transport, weil Transport ist so ein Ding, da kann man ganz, ganz viel verändern, ganz schnell viel verändern. Also erstmal fängt es an natürlich mit der Entscheidung hier im Kopf, zu sagen, ja, ich verstehe das. Unserer Erde geht es im Moment so schlecht, dass wir hier nicht mehr lange sein werden. Ne? Ist nicht nur irgendwie eine Krise, eine Gefahr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, also es ist tickt. Ja, es ist nach 12 meiner Meinung nach. Und das Tolle ist, wir sind so viele Menschen, wir haben so viele gute Lösungen, dass wir wirklich richtig viel verändern können. Also meinetwegen den ökologischen Fußabdruck auf die Hälfte zu reduzieren, ist überhaupt kein Ding. Ist unglaublich einfach. Ja, ist wirklich einfach. Also es ist kein langer Weg und letztlich bringt das nur Lebensqualität mit sich und mehr Freizeit. Ich wollte jetzt zum Transport und da geht es direkt, gehen wir mal zur Sache. Ein Fahrzeug, was schwerer ist als die Last, kann nie im Leben nachhaltig sein. Ja?
Also meinetwegen auch ein Elektroauto nicht, auch wenn das schwerer ist. Kann nicht. Ja? Fahrrad, muskelbetrieben, in die Richtung. Ja? Das heißt, Leben auf Fahrradentfernung, Fahrradgeschwindigkeiten reduzieren. In die Richtung müssen wir uns bewegen und ich bin froh, dass ich gerade auf dem Weg dahin bin. Also immer wieder noch ab und zu mal ein Auto, Biogas immerhin, aber dennoch, ja. Denn selbst ein Biogasauto oder selbst ein Elektroauto mit selbstgemachtem Strom wird nicht nachhaltig sein können, denn unser Transportsystem ist ein bisschen blöd. Also das ganze Straßennetzwerk, das geht ohne Fossile gar nicht, das zu erhalten. So, und da habe ich jetzt nicht mal gedacht, irgendwann mal in China, in irgendeiner Dynastie, da hatten die keine Mittel, um ihr Straßennetz instand zu halten. Und da waren die ganz clever und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt so, wir sparen jetzt einfach Geld, indem wir nur die Hälfte des Straßennetzes instand halten. Und dann denkt man sich, ja, die Hälfte, da komme ich ja gar nicht mehr nirgendwo hin, weil meine Straße wird wahrscheinlich garantiert zugemacht. Aber so haben die nicht gedacht, die haben einfach gesagt, wir unterhalten einfach nur noch die Hälfte der Breite einer Straße. Also das Straßennetz war ganz genauso lang, aber nur noch halb so breit. Und was daraufhin passierte, ist, dass die Leute natürlich dann einfach umdenken mussten. Ja, die haben dann einfach viel mehr Fahrzeuge benutzt, die nur zwei Räder hatten oder ein Rad. Ja, also Räder hintereinander, leichtere Fahrzeuge, die dann auch nicht mehr von einem Ochsen gezogen wurden, sondern von Menschen. Und dann wurde sich auch letztlich der Radius des Lebens ist dann auch so ein bisschen kleiner geworden. Und wenn wir das mit unseren Straßennetzen machen würden, die wären immer noch breit genug, dass da ein Krankenwagen fahren könnte oder hier und da, weiß nicht, meinetwegen auch Busse und so. Ne? Dass man einfach, ja. Ich glaube, in dem Maßstab müssen wir denken. Nicht irgendwie, wie können wir unsere jetzigen Fahrzeuge ersetzen. Das macht überhaupt keinen Sinn, so recht in die Richtung zu denken. Ja, also wirklich reduzieren und da wirklich darauf achten, Fahrzeuge nutzen, die leichter sind als wir selber. CO2, was entsteht, nicht nur beim Fliegen, auch beim Autofahren, kompensieren. Ja, ist natürlich keine Ablass, weiß ich nicht, ist so ein bisschen wie Beichten. Aber es macht auf jeden Fall schon mal besser, als es nicht zu machen und wirklich Auto stehen lassen. Also meinetwegen ein Fahrrad, Lastenfahrrad, Fahrradanhänger, was man damit transportieren kann, wirklich, das ist mehr als ein halbes Auto. Ja, wenn man sich anschaut, wo die Standardfahrten stattfinden, bei uns in der Gesellschaft, das meiste kann man mit dem Fahrrad und öffentlichen, vielleicht auch mal mit dem Mietwagen machen und Carsharing ausbauen. Also dieses auch Dynamic Ridesharing, ja, also da gibt es so tolle Möglichkeiten. Es ist wirklich alles nur noch, es geht darum, dass man sich dazu entscheidet und dann kommuniziert. Das ist alles. Ja, dann einfach machen. Finde ich persönlich für mich sehr einfach. Ja, und ich lebe 7 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, quasi auf dem Land, im Osten von Finnland. Ich brauche auch im Winter bei minus 30 Grad, da ziehe ich mir einfach ein bisschen anders an. Dann nehme ich meinen Schutz mit. Brauche ich nicht irgendwie so eine Kiste rumfahren mit einem Mikroklima drin, wo ich dann im T-Shirt sitzen kann, wenn ich will. Macht doch gar keinen Sinn. Wofür denn auch? Ne? Und dann gibt es ja immer noch Busse. Genau. Und Trampen. Trampen ist so schön. So. Das zum Transport. Jetzt mache ich hier wieder Schluss, wieder zu lang.